Die Musik ist gut, aber ich kann mit der Musik einfach nicht arbeiten. Das ist zu laut, dann hört man mich wahrscheinlich nicht. Okay. Wenn sich umgehend zum Arbeitseinsatz beim Ministerium für Grenzschutz am Grenzübergang Kresten. Eine Wohnung der Klasse 8 wird Ihnen und Ihrer Familie in Ostkresten zur Verfügung gestellt. Es lebe als Zoska. Grenzübergang Kresten endlich eröffnet. Nach 6 langen Jahren ist unsere Sicherheit auch wirklich garantiert. Familien vor Zusammenführung. Das Wetter, Sport, bla bla bla. Zur Arbeit gehen. 23. November 1982. Azotska, Ministerium für Grenzschutz, offiziell D-Pische. Inspektor, willkommen bei Ihrer neuen Position am Grenzübergang Dresden. Stempeln Sie Einreisevisa in Pässe und geben Sie Dokumente den Anreisenden zurück. Einreisenden. Nur Bürger von Azotska sind zur Einreise berechtigt. Alle Ausländer sind abzureisen. Gut, okay. Kann ich das hier verstecken? Papier bitte. Endlich kann ich nach Hause. Gut. Es lebe als Dotzka. Danke. Papiere bitte. Ja, Grenzübergang ist kleiner als ich dachte. Okay, mal schauen. Was Import. Nicht als Dotzka, hau ab. Nur als Toskana. Hat nicht mal was gesagt, einfach so, ja, okay, ich gehe. Papiere bitte. 8 Stunden habe ich in dieser beschissenen Schlange gewartet. Ich hoffe, das wäre jetzt nicht für den Arsch. Warte mal, Sekunde. So, okay, gut. Ist ein bisschen blöd. Kommt in Musik, aber ist immer so, Mann. Ich hab nicht die Regeln. Achso, hier kann ich das weglegen. Achso, okay. Papiere bitte. Als Dotzka. Ja, yeah, sie können rein. Papiere bitte. Lass mal einen Fehler, diesen Grenzübergang zu öffnen. Mir egal. Die Papiere bitte. Die Einreise kann nicht garantiert werden. Die Einreise. Nächste. Papiere bitte. Hier, bitteschön. Geht durch. Achso. Papiere bitte. Okay. Gut. Nicht erlaubt hier. Noch eins für ein Gesicht. Nur als das kann. Ich gehe ja aber ich durch. Wie viel Zeit habe ich noch? Oh, gleich vorbei. Lars. Kollege hier raus. Hier, Papierpreis. Nächster. Mann, die haben immer. Dann kommt er nämlich im Import raus. Sechs Uhr. Oh mein Gott. Ich hätte so viel schneller durchgehen können. Ja, ich habe genug Gehalt gekriegt, um alles zu bezahlen.